Wenn man den Film mehr vorstellen will, ist es wichtig zu verstehen, dass in der Entstehung von dem Projekt es mir nicht darum ging, eine Story zu erzählen oder eine Message zu vermitteln, sondern ich wollte in einen Austausch treten mit der Landschaft, nämlich der Landschaft des nördlichen Ruhrgebiets in dem Fall. Habe mich dort viele Jahre aufgehalten und darauf gewartet, was da entsteht. Entstanden ist ein ziemlich komplexe Genre, durch verschiedene Genres driftende Deutschland-Dystopie, angesiedelt ja irgendwo vielleicht in der Zukunft, vielleicht in einer parallelen Realität. Die Geschichte handelt von einem Wiener Journalisten, Leo Bernstein, der ins Ruhrgebiet reist, um dort die Rückkehr des Wolfes zu porträtieren, die eine seltsame Faszination auf die Bürger dort auslöst. Immer mehr setzt sich aber ein uraltes Märchen in seinem Kopf fest, wird immer realer und bestimmt letztlich seinen Weg dort. Wissen Sie, was das war? Ein Wolf? Genau. Das war alles meine Schuld. Notiz. Der gute Journalist kennt sein Ziel. Ich habe relativ intuitiv gearbeitet. Also der Wolf ist tatsächlich einfach als Bild entstanden. Ich war, wie gesagt, im Ruhrgebiet, habe diese Häuschen und Vorgarten und Straßenfluchten gesehen. Und da entstand einfach dieses Bild von dem Tier, das da entlang geht. Und ich würde mal sagen, was die Märchen angeht und diese mythologische Ebene, hat es schon für mich zu tun mit diesem Wiedererstarken von Nationalismus, dem wir hier auch begegnen, der mich extrem beunruhigt, der auch zugenommen hat. Wir haben ja 2016 gedreht, damals war es noch gar nicht so heftig, ja, also es entwickelt sich fort. Und da ist schon meine große Frage, ja, was ist unsere Mythologie, inwieweit haben wir mit der noch zu tun und wie kann eine zukünftige oder gegenwärtige Auseinandersetzung damit aussehen, ja, und die natürlich verstörend und gebrochen erstmal zutage tritt. Also so jedenfalls war es in meinem Empfinden. Frühstück von 7 bis 10, Brötchen dürfen geschmiert werden. Bitte? Ich denke, der hat gerade ziemlich viel zu tun. Ach was. Sie haben jahrelang Müll getrennt und Wasser gespart, damit die Natur sich erholt. Jetzt ist der Wolf wieder da. Sie glauben, das ist deren Belohnung. Also ich freue mich sehr, 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 dass wir eingeladen sind. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an den Christoph Gröner. Meer ist ein völliger Independent-Film, entstanden ohne jegliche Fördergelder oder Fernsehgelder. Jeder, der das mal gemacht hat, weiß, wie hart das ist. Und es ist eine große Freude für uns, dass nach diesem wirklich Kampf um diesen Film er jetzt doch so einen schönen Rahmen finden kann, um gezeigt zu werden.